sun were only mine, I would gladly give this earth to you and the stars that shine. Schieße und auf Unzurechnungsfähigkeit plädiere, würdest du zu meinen Gunsten aussagen? Scheiße. Der Wecker hat nicht geklingelt. Komm, Schatz, es ist fast 8. Julie schreibt in der ersten Stunde einen Test. Wo ist deine Krawatte? Da. Ich kann sie heute nicht fahren. Ich habe gleich eine Fakultätskonferenz. David. Ich bin wach. Wach auf. Wach auf. Wach auf. Wir müssen los, Schatz. Aber die kommen alle mit. Und wenn ich jetzt zu Brian sage, dass ich nicht mitkomme, dann denkt er doch, ich will kneifen. Guten Morgen. Du weißt, wie schwer es ist, bei Claire eine Reservierung zu kriegen um diese Jahreszeit. Ich hab gedacht, du freust dich. Ich hab sehr gut geschlafen. Danke, danke. Aber warum hast du mir denn da nicht gesagt, dass du was vorhast? Es sollte eine Überraschung sein. Hey, wer hat aufgehört? Aber darum geht's gar nicht. Ich habe nie gesagt, dass du am Wochenende wegfahren darfst. Du bist verrückt. Ich hätte dir doch geholfen. Dave aber. Ist das wahr? Jemand sollte dir das sagen. Habe ich vergessen. Du fährst nicht. Ende der Diskussion. Na toll. Vielen Dank. Aber wenn du denkst, ich fahr stattdessen mit dir zu Claire, vergiss es! In 7 Sekunden muss sie in der Schule sein. Du musst los. Hallo? Mm-hmm.
Ich wollte nur... Was machen Sie hier? Na, ich könnte... Das könnte ich Sie fragen. So spät am Abend darf eigentlich niemand mehr hier sein. Und was machen Sie denn noch hier? Sind Sie nicht in meinem Musiktheoriekurs? Ich krieg's einfach nicht hin. Nichts, was ich spiele, klingt auch nur annähernd richtig. Nicht mal ein einziger Ton. Es sind nicht die Töne, die falsch sind. Aber sie müssen langsamer werden. Versuchen Sie, mehr darauf zu achten, was zwischen den Tönen geschieht. Versuchen Sie, die Zeit zu spüren. Wie meinen Sie das? Spannung. Stille. Da werden Sie finden, was Sie suchen. In der Distanz zwischen den Dingen. Und Sie sollten hier wirklich nicht rauchen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie gehen wollen. Ich lasse Sie raus. Sie müssen nicht aus dem Fenster klettern. Ich sehe es nicht kommen. Aber ich spüre es. Es ist da. Schriftsatz, ziehen die Klage zurück und schicken uns eine schriftliche Entschuldigung. Oder einen Obstkorb. Oh, Helen ist hier. Hey, Liebes. Gott sei Dank bist du da. Du musst mich vor diesem Mann retten. Er hält sich für unbesiegbar. Was machst du hier? Tja, weißt du, ich war eigentlich so ganz und gar nicht in der Nähe und da dachte ich, ich komme vorbei und sag Hallo. Aber ihr habt zu tun. Tut mir leid, ich hätte vorher anrufen sollen. Nein, 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 du kommst gerade recht. Wir wollen gleich was essen gehen. Komm doch mit uns. Ja. Nein, danke. Ich habe keinen Hunger. Du musst nichts essen. Komm einfach mit. Ach, weißt du, ich sollte wirklich nach Hause fahren und was anderes anziehen. Sicher? Ja, absolut sicher. Ich wollte nur vorbeikommen und Hallo sagen. Wir sehen uns heute Abend. Ist gut. Ciao, Sue. Mach's gut, Süße.
Hallo allerseits. Ich gebe Ihnen Ihre Arbeiten zurück, dann können wir darüber... werden wir... Entschuldigen Sie bitte. Schlaf gut, mein Schatz. Okay. Ehrliche Antwort. Wie fandst du mein Essen? Es war unglaublich. Ja, okay, was immer das heißen mag. Gute Nacht. Helen? Ich liebe diesen Wagen. Ich weiß. Wie wär's, wenn du mir dein Geheimnis verrätst? Wie kommst du darauf, dass ich ein Geheimnis habe? Etwa nicht. Nicht vor dir. Was ist los, Schatz? Es ist nichts. Ich bin nur müde. Ich bin einfach nur schrecklich müde, das ist alles. Ich finde den Semesteranfang immer grauenvoll. Na komm, lass uns reingehen. Hast du schon gegessen? Ja. Julie hat das erste Mal Spaghetti Carbonara gemacht. Das war gruselig. Thank you.
Was machst du hier, Liebling? Wieso bist du nicht in der Schule? Ich war in der Schule. Wie spät ist es? Es ist 4:15. Großer Gott. Ich muss geschlafen haben wie ein Stein. Kannst du mir bitte hier mit Mathe helfen? Ich muss das fertig haben, bevor ich los muss. Ja. Eine Minute, ja. Soll ich Dad anrufen? Soll er mich abholen? Nein. Natürlich nicht. Ich bring dich. Mach doch keine Reise um die Welt, Mom. In 3 Wochen bin ich wieder da. Ich weiß. Okay. Hallo, Süß. Na, wie geht's? Gut. Komm her. Na los, rein mit. Okay, ich komme. Nein, ich finde nicht, dass sie sich wieder mit ihm vertragen sollte. Ich finde, sie sollte ihre Sachen packen, die Kinder nehmen und zurück nach Kalifornien ziehen und ihn so lange verklagen, bis sie ihm sein letztes Hemd ausgezogen hat. Mhm. Und auf die Frau willst du dich einlassen? Hm? Oh nein, entschuldigt mal. Das ist doch wirklich das schlimmste Klischee, das man sich vorstellen kann, okay? Also erstens vögelt er mit jeder Sekretärin, die er einstellt. Lügt Louis seit 3,5 Jahren deswegen was vor. Und jetzt macht er ihr ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht für ihn da ist. Als ob's ihre Schuld wäre, dass er rumvögelt wie so ein verdammter läufiger Hund. Ich hab gedacht, nur weibliche Hunde sind läufig. Und wie nennt man's bei männlichen Hunden? Bei denen ist das ein Dauerzustand. Dafür braucht man keine Bezeichnung. Ja, Susanna, sag doch mal, wann haben wir es eigentlich verlernt, uns halbwegs zivilisiert miteinander zu unterhalten? Entschuldigung, ich hab dich damit angetan. Also, ich will nicht dauernd. Du bist ja auch kein Hund, mein Schatz. Thank you.
glauben, das Leben könne perfekt sein. Deshalb sind wir ständig unzufrieden, weil es das nun mal nicht ist. Wohingegen Sie glauben, das Leben sei selbst unter den besten Umständen gerade mal verbesserungsfähig. Willst du damit sagen, dass wir unsere Erwartungen so weit herunterschrauben sollen, dass sie bereits erfüllt sind? Nein, sie sagt, wir sollten öfter nach Europa fahren. Genau, aber du musst nicht zurück, David. Sein Leben kann gar nicht besser werden, als es bereits ist. Er liebt sein Leben. Ist es nicht ekelhaft? Mhm. Jemand sollte mich verklagen. Mach ich. Das wäre eine Herausforderung. Helen, bist du noch da drin? Helen? Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie meine Frau gesehen? Helen? Helen? Was bitte ist hier los? Was machst du hier? Mir war nicht gut, entschuldige bitte. Was ist denn mit dir? Wirst du krank? Nein, es ist nichts. Es ist nichts. Du verschwindest, ohne uns ein Wort zu sagen. Es tut mir leid. Ich hätte etwas sagen sollen. David, glaub mir, es hat nichts mit dir zu tun. Hast du jemand anderen? Und du? Ist das der Grund für alles? Verdächtigst du mich etwa, dass ich dich betrüge? Nein. Natürlich nicht. Was ist es dann? Was ist so furchtbar, dass du es mir nicht sagen kannst? Es tut mir leid. Was tut dir leid? Helen, ich habe immer alles über dich gewusst. In guten wie in schlechten Zeiten, weißt du noch? Bitte, Schatz, rede mit mir, was... Hör auf, bitte. Bitte hör jetzt auf, mich zu verhören. Thank you.
Helen? David? Hey, Schatz, hey. Mr. Leonard? Was ist mit ihr? Tja, rein körperlich fehlt ihrer Frau gar nichts. Ich habe Dr. Barnes verständigt, den diensthabenden Neurologen. Ich verstehe nicht, Sie haben doch gerade gesagt, es fehlt ihr nichts. Am besten warten Sie auf Dr. Barnes. Moment mal, sagen Sie mir gefälligst, was los ist. Sie war praktisch bewusstlos. Ich glaube, das Problem ist ein psychiatrisches. Was zum Teufel reden Sie da? Es gibt keine physischen Ursachen für Ihre Symptome. Also, das ist... Wissen Sie was? Ich will eine zweite Meinung hören. Tja, ich bin die zweite Meinung. Bitte warten Sie auf Dr. Barnes. Leiden Sie an Insomnie oder Hypersomnie? Schlafen Sie weniger oder mehr als üblich? Sie hat seit einiger Zeit keine Nacht mehr durchgeschlafen. Aber sie hatte schon immer einen leichten Schlaf. Sind Sie seit mehr als 2 Wochen so gut wie ständig deprimiert? Helen? So gut wie... Interessieren Sie sich für viele Bereiche Ihres Lebens deutlich weniger? Haben Sie beträchtlich zu- oder abgenommen ohne Umstellung Ihrer Ernährung? Sie hat ein wenig abgenommen, ja. Fühlen Sie sich außerstande, sich zu konzentrieren oder klar zu denken? Mrs. Leonard, können Sie meine Fragen beantworten? Sind Sie schon mal hier gewesen? Nein. Hat man Ihnen jemals Psychopharmaka? Ja. Entschuldigung. Ich bin schon mal hier gewesen. Wann? Vor 12 Jahren. Seit wann sind Sie verheiratet? Seit 7 Jahren. Dann hatten Sie also von diesem früheren Vorfall keine Kenntnis? Wieso habe ich das nicht kommen sehen? Das ist nicht ungewöhnlich. Manche können es gut verstecken. Sie sollten mal sehen, was für Clowns wir auf der Geschlossenen haben. Ich verschreibe ihr ein Antidepressivum und Ativan gegen die Angstzustände. Aber es dauert ganz sicher 2 Wochen, bis die Wirkung des Antidepressivums zu spüren ist. In einigen Fällen können die Nebenwirkungen ziemlich unangenehm sein, aber nach 2 bis 4 Wochen legt sich das meist. Was für Nebenwirkungen? Verschiedene. Übelkeit, Schwindel, Nachtschweiß,
Verstopfung, Durchfall, Sehstörungen, Durst. Auf keinen Fall darf sie Alkohol trinken und sorgen Sie dafür, dass sie die Medikamente regelmäßig einnimmt. Helen ist eine erfolgreiche und glückliche Frau. Sie liebt ihre Arbeit. Sie liebt ihre Tochter. Ihre Frau ist nicht unglücklich, Mr. Leonard. Ihre Frau ist krank. Lass uns nach Hause fahren. Komm, Schatz. Bitte. Sie helfen nicht. Das kannst du jetzt noch nicht sagen, das weißt du. Sie machen's nur schlimmer. Der Arzt hat gesagt, es geht vorüber. Danke. Wie kommt es, dass wir nie darüber geredet haben? Du willst es nicht hören. Doch, das will ich. Ich kann nicht. Es tut mir leid. Besorg mir bitte diese Bücher. Cancel mein Geschäftsessen mit Lucas und sag ihm, dass ich das Verhandlungsdatum vertagen will. Aber dann riecht er Lunte. Das ist mir egal. Wofür brauchst du die denn? Besorg sie einfach, okay? Und lass sie zu mir nach Hause schicken. Bitte. Was ist denn los, David? Ich werde ein paar Tage frei nehmen. Oh Mann, ich auch, wenn das alles vorbei ist. Das haben wir uns verdient. Ich meine jetzt. Moment mal. Heute? Ja. Bist du verrückt geworden? Und die Verhandlung? Wir beantragen einen Aufschub. Der Verhandlung? Und wenn der Richter ablehnt? Das kriegst du schon hin. Ich ruf dich morgen Abend an. Thank you.
Ich werde nur hier sitzen. Okay. Ich werde ihr ein anderes Medikament verschreiben. Aber solange sie sich weigert, sich einweisen... Sehen Sie denn nicht, wie krank sie ist? Ich habe Angst, sie aus den Augen zu lassen. So wie die Dinge stehen, kann ich ihrer Frau nur helfen, wenn sie die Hilfe selbst will. So lautet das Gesetz. Ich kenne das Gesetz, aber meine Frau ist krank. Und Sie sagen, Sie können ihr nicht helfen. Sie vergessen, dass diese Gesetze Menschen wie Ihre Frau schützen sollen, Mr. Lennart. Sie müssen das hier unterschreiben. Es besagt, dass Sie das Krankenhaus gegen ärztlichen Rat verlassen. Helen. Bitte. Können wir beide kurz reden? Willst du reinkommen? Nein, ich möchte nicht, dass Julie mitkriegt, dass ich hier bin. Können wir irgendwo anders hingehen? Sie war bereit und willens, ihre einjährige Tochter im Stich zu lassen, David. Das ist nicht gerade etwas, was eine Mutter gern zugibt. Wenn Julie nicht aufgewacht wäre und geweint hätte, wäre Helen heute nicht mehr am Leben. Das hat sie sich bis heute nicht verziehen. Und was war mit dir? Was hast du gemacht? Ich habe keine Chance gehabt. Sie hat mich von Anfang an ausgeschlossen. Wollte nicht darüber reden. Ich habe dagegen gekämpft und am Ende nur sie bekämpft. Und verloren. Und das war's dann. Wir haben nie wieder darüber gesprochen. Ich hab's versucht, unmöglich. Sie wollte nichts mehr davon wissen. Und dann hat sie ohne mich weitergemacht. So weit lasse ich es nicht kommen. Mach dir nichts vor, David. Denkst du, es geht hier um Liebe? Irrtum. Es gibt nichts, was du tun kannst. Das glaube ich nicht. Du musst keine Angst haben.
großartige Lehrerin. Ich werde nie wieder unterrichten. Du bist nicht verloren, Herr. Du findest zurück. Gott, Mathilda. Kommen Sie, ich versorge das erstmal. Hey. Hi. Was ist denn mit ihr? Sie ist in meinem Kurs. Sie war in meinem Kurs. Ich habe heute Unterricht. Keine Sorge, ich habe für dich angerufen. Ich habe dich krank gemeldet. Ich sollte im Unterricht sein. Herle, sieh mich an. Wenn du hier raus möchtest, dann sag's mir. Ich nehme dich sofort mit nach Hause. Wie geht es, Julie? Hast du mit ihr geredet? Es geht ihr gut. Samstag kommt sie wieder nach Hause. Sie lässt dich lieb grüßen. Sie muss nicht wissen, warum ich hier bin. Sag ihr, ich habe ein Virus oder sowas. Also nichts Ernstes. Du kannst es nicht vor ihr geheim halten. Sie ist kein kleines Kind mehr. Ich will nicht, dass sie weiß, wieso ich hier bin. Dann musst du sie von dir fernhalten. Nein, es wird schon gehen. Ich schaff das. Helen, sie weiß es. Sie hat mich gefragt und ich hab's ihr gesagt. Du hattest kein Recht, das zu tun! Hast du verstanden? Sie ist meine Tochter, sie ist nicht deine Tochter! Woher nimmst du das Recht, das zu tun? Ich will nicht, dass Sie mit meinem Mann über mich reden. Bitte entschuldigen Sie, Dr. Sherman. Schon gut, Susan. Wenn ich das nicht erlaube, dürfen Sie nicht mit ihm über mich reden, ist das richtig? Das ist richtig. Wenn ich nicht will, dass er... Wenn ich nicht will, dass Sie... Sie reden nicht mit ihm. Das verlange ich. Setzen Sie sich doch. Wo gehen Sie hin? Warum muss ich Ihnen das sagen? Sie müssen mir das nicht sagen. Gut. Mom! Ich bin ja so froh, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch, Schatz. Wir haben sie am Samstag total vernichtet. Ja, und David hat's gefilmt für uns. Du kannst es dir alles angucken. Du solltest dich eine Weile hinlegen. Ja, und ich koch was für uns und dann gucken wir uns das Spiel an, okay?
Ich habe eine Idee. Wir drei könnten doch am Wochenende irgendwo hinfahren. Tut mir leid, Süße, ich kann nicht. Ach komm, Mom, warum denn nicht? Ich habe eine bessere Idee. Ihr beide könnt doch fahren. Das wäre doch schön. Nein, ich will, dass wir alle fahren. Oder wir bleiben alle hier. Ich habe noch Hausaufgaben. Komm, Sugar. Wenn man diesen Grundgedanken berücksichtigt, wäre Schubert Sonate vielleicht so aufgebaut. Das ist doch Schwachsinn. Das wäre alles für heute. Ich will nicht reden. Okay. Es geht dir besser. Ich habe beschlossen, mal eine ganze Zeit lang brav zu sein. Top 5 der schlechtesten gut gemeinten Ratschläge von Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben. Fahr in die Ferien. Lies ein Buch. Lass dir die Haare schneiden. Renovier deine Wohnung. Lerne Yoga. Top 5 Methoden, sich umzubringen. Top 5 Gründe, trotzdem weiterzuleben. Nicht wieder zurück. Ich kann nicht.
Ich sehe jeden Tag, was um mich herum passiert, aber es ist, als ob ich nicht mehr dazugehören würde. Und ich sehe... Ich sehe, wie traurig ich David mache. Und ich sehe, wie traurig ich Julie mache. Und das ist das Schlimmste, aber ich kann nicht wieder zurück. Und ich habe es so satt, mich dauernd dafür zu entschuldigen. Dann lass es. Was glaubst du, was für Sorgen ich mir gemacht habe? Ich habe überall angerufen. Ich habe die Krankenhäuser angerufen. Ist dir klar, was ich mir vorgestellt habe, was dir passiert sein könnte? Ich wusste nicht, dass es schon so spät war. Hey, du bist nicht die Einzige von uns, die hier leidet. Verstehst du das? Das weiß ich. Das weißt du. Das glaube ich dir nicht. Ich glaube nicht, dass du weißt, wie es ist, nur noch mit dem Schatten der Frau zu leben, die man liebt. Scheiße. Tu das nie wieder. David. Nein. Nie wieder. Hast du gehört? Hey, 13. Hey. Ich wollte dir nur sagen, dass ich heute bei Dad übernachte. Was? Es ist doch erst Donnerstag, oder? Ja, es ist Donnerstag. Ich wollte dich und Dave nur ein bisschen in Ruhe lassen. Das musst du aber nicht. Das weißt du doch, oder? Ich fahre jetzt. Also dann bis Montag. Thank you.
Was ist passiert? Wieso hast du meinen Antrag auf Nichtzulassung nicht eingereicht? Hör zu, Mann. Ich habe, weiß Gott, schon mehr als genug Mist am Hals gehabt. Mir deine ehrenamtliche Scheiße da gerade noch ich dich mal ausnahmsweise um eine wichtige Sache. Und du? Nicht nur die eine Sache. Es ist eine Sache nach der anderen. Und ich hab's satt. Mach deinen Scheiß allein. Du baust in letzter Zeit sowieso nur Mist. Pass auf, sie ja? hätte nicht ins Gefängnis gehen müssen. Wen interessiert denn das? Na los, komm, wir gehen. Sag mal, scherst du dich wirklich einen Dreck um das alles? Um was? Um deine kleine Junkie-Schlampe? Ein Dreck. Genau. Soll sie doch in den Knast gehen, vielleicht tut sie... David! Nein, hör auf! Danke fürs Mitnehmen. Nichts zu danken. Ich wünschte, ich könnte irgendwas für dich tun, David. Gute Nacht, Susanne. Gute Nacht. Was machen Sie denn hier? Helen hat mich angerufen. Was ist passiert? Keine Sorge. Es geht wieder. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie hier nicht rauchen würden. Hey, ich gehe jetzt wieder. Nein, bitte geh nicht. Wir telefonieren morgen. Ich habe ihr 3 Valium gegeben. Das ist mehr als genug für heute.
Passen Sie auf, dass sie nicht noch mehr nimmt. Ich finde allein raus. Ich muss mich leider wieder krank melden. Nein. Natürlich. Das verstehe ich. Ja. Das mache ich. Danke. Frank. Julie? Lässt du mich einen Moment mit deiner Mutter allein, bitte? Soll ich jemanden anrufen? Wo ist David? Ich möchte, dass Julie zu mir zieht. Was? Es ist besser, wenn sie eine Weile bei mir bleibt. Bitte tu das nicht, Frank. Du kannst nicht für sie sorgen. Und wenn du vor Gericht gehst, verlierst du.
Helen! 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 Komm schon, Schatz, wach auf! Hey! Hey! Wach auf! Helen! 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 Wo wollen Sie hin? Ich will nach Hause. Sie können nicht einfach gehen. Wie bitte? Sie können nicht gehen. Sie sind auf der geschlossenen. Wie bitte? Kommen Sie, ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Und dann hole ich die Ärztin. Sie haben nicht viel an, als man sie gebracht hat. Ich will nach Hause, bitte. Es tut mir sehr leid, aber das ist nicht möglich. Ihr Mann hat sie vorgestern zwangseingewiesen. Helen. Sie wären fast gestorben. Es tut mir leid. Du musst mich nicht um Verzeihung bitten. Ich wäre an dem Abend fast nicht nach Hause gegangen. Sind Sie aber? Ich wollte aber nicht nach Hause gehen. Sie sind nach Hause gegangen, David.
Sie kann sich an ihnen nicht festhalten. So einfach ist es nicht. Kann sie sich an ihnen festhalten? Nein. Was ich Ihnen zu sagen habe, wird Ihnen nicht gefallen. Sie sollten eine EKT in Erwägung ziehen. Elektroschockbehandlung? Ich weiß, wie beängstigend das klingt. Und ich kenne das Stigma. Aber eine EKT könnte Ihnen helfen. Die Nebenwirkungen sind in der Regel vorübergehend. Nein. Niemals. Dann sterbe ich lieber. Helen. Ich habe Nein gesagt. Es will dich ja niemand zwingen. Raus hier! Verschwinde! Das reicht jetzt. Mr. Leonard, bitte. Mrs. Leonard, verstehen Sie, worum es hier geht? Ja. Wären Sie bitte so gut, es mir zu erklären? Ich sehe eine Handvoll Fremde, die zu wissen glauben, was das Beste für mich ist. Glauben Sie, diese Leute wissen, was das Beste für Sie ist? Ich möchte selbst entscheiden, wo und von wem ich mir helfen lasse. Ist es richtig, dass Sie versucht haben, sich das Leben zu nehmen? Das war sehr dumm von mir. Und stimmt es nicht auch, dass dies bereits Ihr zweiter Versuch war, sich umzubringen? Mrs. Leonard leidet an einer schweren suizidalen Depression. Ohne kontinuierliche Therapie und Überwachung besteht ein erhebliches Risiko, dass sie einen weiteren Selbstmordversuch unternimmt. Hat Mrs. Leonard Ihnen irgendwie zu verstehen gegeben, dass sie vorhat, ihre Medikamente abzusetzen, sobald sie entlassen wird? Sie glaubt nicht, dass die Medikamente ihr helfen. Aber sie hat nicht zu verstehen gegeben, dass sie vorhat, sie abzusetzen. Es geht hier nicht nur um die Medikation. Dr. Sherman, hat sie zu verstehen gegeben, dass sie vorhat, die Medikamente abzusetzen? Nein. Aber Mrs. Leonard braucht Hilfe. Hat Mrs. Leonard Ihnen zu verstehen gegeben, dass sie erneut versuchen wird, sich umzubringen? Nein. Aber das bedeutet keine nicht, dass Fragen, Sie... Keine weiteren Euer Ehren. Ich stelle fest, dass die Staatsanwaltschaft ihrer Beweispflicht nicht hinlänglich und überzeugend nachgekommen ist, nach der die Patientin für sich selbst oder ihre Mitmenschen eine Gefahr darstellt. Sie dürfen gehen, Mrs. Leonard. Ich gratuliere. Passen Sie auf sich auf. Viel Glück.
will Helen sprechen. Ich glaube nicht, dass sie mit Ihnen sprechen möchte. Seien Sie nicht albern, ich weiß, dass sie hier ist. Das war's also. Du willst dein Leben einfach so wegwerfen, uns vergessen, Julie vergessen, all die vergessen, die dich lieben und aufgeben. Einfach so. Nein, nicht einfach so. Es sieht für mich aber ganz so aus. Weil du es nicht so sehen kannst wie ich. Ach, und ich nehme an, sie kann das, hm? Es ist nicht deine Schuld, David. Wann wirst du das endlich einsehen? Tja, weißt du, es ist merkwürdig, wie schwer mir das fällt. Denn wenn es nicht meine Schuld ist, wenn es nicht meine gottverdammte Schuld ist, warum muss ich dann dafür bezahlen? Warum? Du erinnerst mich daran, wer ich mal war. Aber lohnt es sich denn nicht, dafür zu kämpfen? Helen, lohnt sich das nicht? Julie ist ohne mich besser dran. Das ist doch Irrsinn. Ich nehme dich mit nach Hause. Ich komme nicht mit. Du weißt ja nicht, was du redest. Okay, also los. Nein, ich komme nicht mit. Oh. Lassen Sie sie los. Lassen Sie sie los. Gehen Sie mir aus dem Weg. Nein. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Glauben Sie wirklich, dass ich Sie damit davonkommen lasse? Sie verfluchte Spinne! Ich will, dass du gehst! Oh Gott, es tut mir so leid. Was wird es an ihr so besonders? Sie fragt mich nicht, wie ich mich fühle. Sie weiß es. Weißt du was, du hast recht, ich habe keine Ahnung, wie du dich fühlst. Ich wage nicht einmal, es mir vorzustellen. Aber ich weiß, wie ich mich fühle. Du bist mein Leben, Helen. Ohne dich und ohne Julie bedeutet mir die Welt nichts. Und nichts wird daran je etwas ändern. Niemals. Ich hoffe, du erinnerst dich eines Tages daran.
If I had no place to fall and I needed to, oh, could I count on you? To spazieren gehen. Sie war krank, solange ich zurückdenken kann. Dann eines Morgens ist sie aufgestanden, Frühstück gemacht und nachdem sie den Tisch abgeräumt hatte, hat sie mich in mein Zimmer geschickt und sich aufgehängt. Alles, was sie ihrer 8-jährigen Tochter hinterlassen hat, war dieses verdammte Haus. Also, was meinst du? Soll ich es behalten? Oder soll ich es bis unter das Dach versichern und dann jemanden bitten, es abzufackeln?
Ich will, dass du mich kennst, Helen. Das habe ich noch nie von jemandem gewollt. Tod kommt so nah und ist eine solche Klasse Schlag, Julie. Danke. Na du, das war bildschön. Wie geht's dir? Ist irgendwas mit Mom? Nein, 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 Mäuschen, deswegen bin ich nicht hier, bitte entschuldige. Komm her. Oh Gott, wie du mir fehlst. Ich wollte sie im Krankenhaus besuchen. Aber Dad hat gesagt, das wäre keine gute Idee. Er ist ein solches Weichei. Hast du ihn gerade ein Weichei genannt? Allerdings, ja. Glaubst du, wir werden je wieder zusammen sein? So wie früher? Ehrliche Antwort. Ehrliche Antwort. Ich weiß nicht. Vielleicht nicht. Aber ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Weißt du, wo sie ist? Thank you.
Julie? Bist du Mathilde? Ich suche meine Mom. Ist sie hier? Helen? Lass mich in Ruhe, bitte. Mom? Mein armer Engel. Es tut mir leid, dass ich weggegangen bin. Nein. Nein. Oh, sag das nicht. Nein, Schatz, mir tut es leid. Es tut mir so leid. Mein geliebtes Kind. Ganz gleich, wie weit die Reise ist oder wie tief der Abstieg. Am Ende ist es nur ein letzter Schritt. Ein Schritt zwischen mir und Wahnsinn. Zwischen Schmerz und nichts. Ein einziger kleiner Schritt.
mich an das Gefühl, als wäre die Realität dünn. Ich glaube, sie ist dünn, wissen Sie? Dünn wie die Eisschicht auf einem See bei Tauwetter. Und wir erfüllen unser Leben mit Lärm und Licht und Bewegung, um dieses Dünnsein vor uns zu verbergen. Wie geht's dir? Gut. Ich, kennen wir beide uns? Natürlich nicht. Hast du Lust, das zu ändern? Mathilda? Oh Gott. Was machst du hier? Du warst nicht im Krankenhaus. Nein, 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 morgen. Du solltest doch morgen erst rauskommen, oder? Nein, heute. Ich wollte dich abholen. Ich weiß. Ich dachte, es war morgen. Was rede ich denn da? Hey. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Der Tag ist völlig durcheinander. Entschuldige bitte das Chaos hier. Ich wollte eigentlich renovieren für dich. Aber was blöde Idee von mir. Willst du einen Drink? Ich hol dir einen Drink. Sieh mich nicht so an. Matsche hast du also schon kennengelernt.
Ja. Wo hast du ihn her? Ich habe ihn gefunden. Also, Helen, ich... Es tut mir echt leid. Ich dachte, es war morgen ehrlich. Habe ich dich geweckt? Ich habe schlecht geträumt. Die sagen, das ist normal. Es soll nach einer Weile weggehen. Jetzt hast du also dieses neue Leben, was willst du damit anfangen? Ich will gar kein neues Leben. Ich vermisse mein altes viel zu sehr. Dabei weiß ich gar nicht, ob noch was davon übrig ist. Das wirst du ja sicher herausfinden. Mathilda. Was ist los mit dir? Ich bin nicht wie du, Helen. Ich hab es satt, die Lautstärke herunterzudrehen, immerzu. Manchmal höre ich die Musik gern laut und deutlich, weißt du, was ich meine? Ich wünschte, ich wüsste es. David Leonard, bitte. Wissen Sie, wo er jetzt arbeitet? Danke. Hey, wie war dein Termin? Okay. Thank you.
Hör mal, ich werde ein paar Einkäufe machen. Du siehst gut aus. Du warst schon immer ein schlechter Lügner, David. Du siehst schrecklich aus. Aber du siehst gut aus. Verändert. Es war die Hölle. Ich habe einen Teil meines Gedächtnisses verloren und es kann sein, dass es so bleibt. Ich nehme noch Medikamente, doch das ist keine Garantie, dass ich keinen Rückfall erleide. Und ich habe ständig grässliche Angst vor dem Gedanken. Und ich hasse mich selbst deswegen. Ich hasse mich für das, was ich Julie und dir angetan habe. Ich hasse diese Krankheit. Manchmal glaube ich immer noch, dass ich es nicht mehr aushalte. Ich bin dankbar dafür, dass ich noch lebe. Komm nach Hause, Helen. Ich werde nie mehr dieselbe sein. Vielleicht. Aber für mich gibt es nur dich. Mathilda? Komm her. Ist ja gut.
Du willst wieder zurück, oder? Ich versuche, mich daran zu erinnern, wer ich war. Ich vermisse meine Familie. Ich vermisse meine Tochter. Ja. Das verstehe ich. Wir können uns hier nicht ewig verstecken. Ich weiß. Aber ich will dich nicht verlassen, Mathilda. Niemals. Das weißt du doch, oder? Ich weiß. Tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe. Mathilda? Mathilda? Hey. Was machst du hier oben? Nachdenken. Worüber? Alles Mögliche. Na komm, wir gehen wieder rein. Nein. Lass uns noch eine Weile hier sitzen, okay? Nur eine kleine Weile. Soll ich mich nur von dir verabschieden? Es ist kalt, mir ist so kalt.
Lass uns runtergehen. Ich bin so erleichtert. Weißt du? Du wirst sehen, es wird alles gut. Ja. Ich bin ja hier. Ich weiß. Aber du gehörst nicht hierher, Helen. Lass uns gehen. Du frierst. Ich hol ihn. Okay. Macho! Ich war bereit zu kämpfen. Ich war nicht bereit zu verlieren. Thank you.